Hallo, liebe Leute. Heute, jetzt gleich, haben wir einen Talk über Vorlesungsaufzeichnungen, was eigentlich ein ganz spannendes Thema ist, wie wir die Zukunft von Lehre gestalten können und wie wir auch die Zukunft von Bildung gestalten können und wie wir Bildung für alle und offen zugänglich machen können. Deswegen sind Vorlesungsaufzeichnungen und E-Lectures eine sehr spannende Geschichte. Der liebe Jan aus Münster, von der WWU Münster, hat dazu ein kleines Tool gebaut, beziehungsweise ein größeres Tool. Ja. Er sagt ja. Nicht selber gebaut, sondern viele Tools kombiniert zu einem gesamten System. Ein großes System zusammengesteckt. Darüber möchte uns jetzt erzählen, also eine kleine Runde Applaus für ihn. Ja, dankeschön. Genau, Titel, Vorlesungszeichen an der Uni. Vollautomatisiert. Erstmal, wer bin ich? Hallo, ich bin Jan, wurde gerade schon gesagt. Ich bin Student und gleichzeitig auch Hilfskraft an der WWU. Genauer gesagt am Zentrum für Hochschullehre, halt E-Lectures-Abteilung und in Münster auch in der Warpzone als Mitglied drin. Die WWU, erstmal so ein bisschen Kontext schaffen, damit man sich vorstellen kann, in welchem Rahmen dieses ganze System entwickelt wurde und wie wir das betreiben. Die WWU ist eine etwas größere Uni. Wir haben ca. 45.000 Studierende und die Uni selber ist nicht auf einen Campus zentriert, sondern wir sind wirklich über die gesamte Stadt verteilt. Also wir haben überall, sag ich mal, also wenn man es schlecht hat, muss man irgendwie 3-4 Kilometer zurücklegen, um zur nächsten Vorlesung zu kommen. E-Lectures ist bei uns halt die Abteilung, die sich um diese ganzen Sachen kümmert, um die Vorlesungsaufzeichnungen. Wir haben inzwischen 21 Hörsäle mit unserer Technik ausgestattet, also wir können 21 Sälen komplett automatisiert aufzeichnen. Momentan machen wir pro Semester ca. 500 Aufzeichnungen und das Ganze bewerkstelligen wir mit 5 Hilfskräften, wovon 2 davon für die Technik zuständig sind und 3 andere eigentlich diesen ganzen Verwaltungsakt mit Briefverkehr und so weiter erledigen. Wie schaut das denn klassisch aus? Also ich sage ja, ich will das automatisiert machen. Schauen wir uns erstmal den klassischen manuellen Fall an, so wie das zum Teil auch hier tatsächlich gemacht wird. Standardfall ist dann, Uni geht hin, stellt eine große Anzahl an studentische Hilfskräfte an, weil die sind billig, ganz einfach, kauft eine kleinere Zahl Camcorder und Mikrofone, dann wird den SAKs erklärt, so, da ist der rote Knopf, draufdrücken und bitte auf den Dozierenden halten. Und dann rennen die SAKs den ganzen Dozierenden irgendwie hinterher zwischen den ganzen Hörsälen und schneiden das dann irgendwie mit. Und nachher werden die Videos ganz klassisch in Handarbeit runtergeladen und geschnitten und verarbeitet und dann wahrscheinlich irgendwie über WordPress oder irgendein Learning Management System wie zum Beispiel Moodle oder Ilias hochgeladen und im Netz verteilt. Das funktioniert für kleinere Institutionen wahrscheinlich ganz okay. Problematisch wird es dann halt irgendwie, wenn man auf große Universitäten hochgeht, wo dann pro Tag irgendwie, keine Ahnung, 500 Veranstaltungen laufen, verteilt in der ganzen Stadt. Da wird das schwierig. Und auch ein Problem ist, viele Fehlerquellen. Es kann einfach mal sein, dass jemand krank ist, dass jemand im Bus stecken geblieben ist, dass die Kamera kaputt gegangen ist, weil man zu viel den Stecker rein und raus gesteckt hat. Das ist ein bisschen doof. Das können wir inzwischen modern ein bisschen cooler machen. Deswegen die moderne Variante automatisiert. Skaliert erstmal prinzipiell beliebig, weil wir nicht irgendwie zigtausend SAKs anstellen müssen, sondern einfach nur Technik kaufen und Technik einmal kaufen ist im Vergleich relativ billig. Man braucht sehr wenig Personal, es muss halt niemand hinterherrennen. Der Materialverschleiß ist sehr gering, weil die Technik einmal fest installiert wird und dann ist der einzige Kontakt daran noch vom Staub und sonst bewegt sich da nichts. Und die spezialisierte Software macht die Verwaltung viel einfacher. Also man muss nicht mehr diese ganze Handarbeit mit den Videos machen. Und was auch noch ganz interessant ist, es ist viel unauffälliger, als wenn jetzt irgendwie ein Student oder eine SHK mitten im Hörsaal in den Reihen sitzt und mit der Kamera herumfuchtelt. Das mögen viele Dozierende auch nicht. Jetzt ist die Frage, was ist alles vollautomatisiert? Bei uns in dem System ist automatisiert erstmal Start-Stopp der Aufzeichnung, der Transfer der Aufzeichnungen zu unseren Servern, der gesamte Prozess der Transkodierung und nachher das Trimmen verarbeiten und die Veröffentlichung.
Was wir noch nicht automatisiert haben, ist dieses Termine eintragen, also irgendwie das Übertragen von einem Vorlesungsregister in das System, dass das System weiß, wann soll wo aufgezeichnet werden. Und das Setzen der Schnittmarken, das ist noch eine händische Arbeit, ganz einfach, weil es schwierig ist, wirklich komplett automatisiert zu erkennen, wann hat die Vorlesung jetzt wirklich angefangen, wann ist sie wirklich zu Ende gewesen, damit man einfach diesen Start und Ende ein bisschen schöner macht. Gerade den ersten Punkt, also Termine zentral eintragen, das lässt sich auch automatisieren über die ganzen Schnittstellen, die es gibt. Wir haben es einfach noch nicht gemacht, weil gerade diese Schnittstellen momentan bei uns an der Uni im Umbruch sind, aber viele andere Universitäten, wie zum Beispiel in Manchester, die holen sich das direkt aus diesem System raus und dann fällt auch dieser Schritt. Bleibt halt nur noch Setzen der Schnittmarken zurück, das geht relativ fix, da rutscht man ein bisschen durchs Video, man sieht es schon an der Wellenform und dann sagt man von hier bis da, ab dafür. Was zeichnen wir alles auf? Wir machen das so, dass wir das Beamer-Signal aufzeichnen, also im Endeffekt das, was man da jetzt sehen würde, das Kamerabild des Dozierenden und ein Tonsignal von Mikrofonen und Abspielgeräten. Was wir absolut nicht aufzeichnen wollen, ist Bild und Ton der Zuhörer. Ganz einfach erstmal aus Gründen des Datenschutzes. Wir wollen überhaupt nicht irgendwie auf dünnes Eis gehen. Prinzipiell hat uns unser Datenschutzbeauftragter damals gesagt, das wäre Beiwerk und eigentlich könnte man das machen. Wollen wir aber überhaupt nicht machen, hat den netten Nebeneffekt, dass die Dozierenden die Fragen aus dem Publikum wiederholen müssen, damit es in der Aufnahme drin ist. Das ist nämlich tatsächlich in großen Hörsaalen ein Problem. Irgendwer in der letzten Reihe sagt was, stellt eine Frage und die Hälfte des Hörsaals hat es eh nicht mitbekommen. Man bekommt eine leere Antwort und darf dann Jeopardy spielen, was war die Frage. Und was wir auch nicht wollen, was halt immer wieder gefragt würde, Folien als PDF oder PowerPoint-Präsentation wurden schon länger über Moodle-Kurse verteilt, also ganz normal hochgeladen, die Skripte. Interessiert uns ganz einfach auch nicht, weil wir das Beamer-Signal wirklich aufzeichnen. Also wir haben keine Software auf den Laptop des Vortragenden, sondern wir nehmen einfach alles, was die da an die Wand werfen, kriegen wir mit, also auch Excel oder 3D-Programme oder was auch immer. Und dann stellt man sich noch so die Frage, ja, wieso will man das überhaupt? Erstmal, also es gibt vielfältige Gründe dafür. Ich habe jetzt mal so ein paar aufgezählt. So direkter Nutzen, was einem sofort in den Kopf kommt, ist ja Wiederholung und Prüfungsvorbereitung. Das wird halt wirklich rege dafür genutzt. Was man dann aber, wenn man weiterdenkt, auch noch findet, ist einfach chronische Krankheit und Barrierefreiheit. Das ist tatsächlich ein Problem. Viele Studierende können nicht unbedingt zu einer Vorlesung um 8 Uhr morgens oder was weiß ich was. Das ist für die einfach unmöglich teilweise. Oder gerade auch in größeren Universitäten Terminüberschneidungen und überfüllte Hörsäle. Also wenn der Hörsaal mit 700 Leuten der größte ist und 900 Leute die Vorlesung hören wollen, dann hat man ein Problem. Und was wir auch festgestellt haben, Selbstreflexion der Dozierenden. Viele Dozierende nutzen unsere Systeme einfach, um mal zu gucken, wie trage ich vor und was kann ich daran verbessern und auch so ein bisschen zu gucken, habe ich wirklich den gesamten Themenbereich abgedeckt, den ich abdecken wollte. Und dann gibt es natürlich noch auf andere Seite eine Erweiterung des Lehrangebots über didaktischen Nutzen. Man kann anhand dieser Videos später Annotationen machen. Es gibt bei uns ein Tool, wo man hingehen kann und zu jedem Zeitpunkt im Video einfach Text dran setzen kann. Irgendwie, ich habe noch mal eine Frage und die Dozierenden können drunter schreiben. Und halt wirklich nochmal spezifisch im Nachhinein einen Teil, den man nicht verstanden hat, weiter erläutern. Oder wofür es auch genutzt wird, zum Beispiel in der Lehrerbildung, Unterrichtsszenen aufzeichnen mit Kamera und im Nachhinein analysieren und bestimmte Szenen nochmal genau anschauen, was war daran gut, was war daran nicht gut. Was man auch machen kann, wenn man das gerade in Learning-Management-Systeme einbaut, wie zum Beispiel Moodle, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das schon, dann gibt es quasi so schrittbasierte Übungszettel. So nach dem Motto, man hat eine Aufgabe und man muss erst diese 5 Aufgaben irgendwie richtig beantworten, bevor man auf die nächste Seite darf. Das ganze Spiel kann man auch mit der Aufzeichnung machen. Man kann hingehen und nicht auch mal extra Text hinschreiben, sondern einfach sagen, okay, das sind meine Segmente aus dieser Aufzeichnung gewesen, in denen ich dieses spezifische Thema behandle.
Das wird durchgeschaut, man muss es bis zum Ende durchschauen und danach darf man die Fragen beantworten und eben nochmal genau nachschauen, okay, habe ich wirklich alle Punkte, die ich vermitteln wollte, also die vermittelt werden sollten, auch gelernt. Das ist einfach nochmal so direkte didaktische Sachen und man kann da noch viel mehr mitmachen. Aber das sind halt so die zwei Sachen, an denen wir gerade relativ stark arbeiten. Genau. Nächster großer Punkt in dieser ganzen Sache, Verarbeitungskette. Ich schaue jetzt erstmal an, wie diese ganze Technik funktioniert und danach gehen wir nochmal auf die Hochschulpolitik und die Erfahrungen ein, wie wir das Ganze so durchbekommen haben, weil das nicht einfach ist. Bei der Verarbeitungskette gibt es drei große Blöcke. Einmal OpenCast, das ist die zentrale Software, mit der wir alles machen. Dann die Capture Agents, das ist die Hardware, die man braucht, damit das automatisiert irgendwie funktionieren kann. Und nochmal die Kamera, weil gerade das auch tatsächlich ein ziemlich komplexes Thema werden kann. Das ist eine Übersicht von unserem System. Sieht erstmal wild aus. Im Endeffekt haben wir zwei große Blöcke. Ich weiß nicht, sieht man den Mauszeiger groß genug? Ja, gut. Wir haben großen Block Server und großen Block Hörsaal. Das ist tatsächlich so eine Art logische und physikalische Trennung. Server sind bei uns alles wirklich VMs, die dauerhaft laufen und mit denen man eigentlich zu tun hat. Und in den Hörsaal, das ist die Hörsaaltechnik, die tatsächlich die Audio- und Videotechnik abbildet. Wir betrachten jetzt als allererstes mal diesen großen Teil mit OpenCast. Genau, was ist OpenCast? OpenCast ist ein ziemlich großes Projekt. Beschreibt sich selber in Kurzform als Open Source Video Management und genau das ist es auch eigentlich. OpenCast ist klasse, um Aufzeichnungsplanung zu machen, also zu sagen, wann will ich wo Aufzeichnungen haben. Es ist prima, um Videos in Serien zu verwalten, wie zum Beispiel bei einer Vorlesungsserie, alle Termine daran abbilden. Was auch sehr gut ist und auch sehr wichtig ist, ist eine sehr komplexe Zugriffskontrolle. Also für viele Dozierenden ist es wirklich extrem wichtig, dass sie sagen können, ich möchte nur, dass nur die Studierenden, die in meinen Kurs eingeschrieben sind, auch meine Videos sehen können. Es ist oftmals so, dass die Leute Angst haben, oh, dann bin ich ja im großen, weiten Internet und jeder kann das sehen, was natürlich im Sinne der offenen Lehre eigentlich gewünscht ist. Aber ich denke gerade, um so ein bisschen stückweise dahin zu kommen, ist es erstmal wichtig, überhaupt Videos zu haben. Und wir haben auch viele Dozierenden, die dann nachhinein sagen, okay, gut, ist ja eigentlich alles in Ordnung, prinzipiell könnte man es auch einfach veröffentlichen. Und wir haben tatsächlich dann auch viele komplett öffentliche Veranstaltungen da drin. Was auch sehr gut geht, was zum Beispiel mit so einem zusammengefummelten System wie WordPress oder irgendwelchen Learning-Management-Systemen nicht geht, umfangreiche Metadaten. Also wir haben wirklich Schnittstellen wie OAI, MPH. Ich weiß nicht, ob das irgendwer kennt, das wird gerade bei Bibliotheken viel verwendet. Das ist im Endeffekt eine Metadatenschnittstelle, wo gesagt wird, okay, ich habe jetzt diesen Medieninhalt, der wurde in diesem Jahr veröffentlicht, von der Person beinhaltet diese Themen und das Ganze lässt sich dann nachher auch in eine Unibibliothek zum Beispiel einbinden, in diese Suche und ganz normal wie ein Lehrbuch als Lehrinhalt nachher weiter veröffentlichen. Darüber kann man das halt finden. Das ist wirklich eine sehr interessante Sache, weil vielmals ist auch das Problem, die Videos existieren dann irgendwo und dann werden die vielleicht einmal von den Studierenden geschaut und danach findet die kein Mensch mehr wieder. Und dann ist es halt auch irgendwie unnütz. Was dieses System auch noch sehr kann, was wir sehr viel nutzen, sind flexible Workflows. Also im System nennt sich das wirklich Workflow und ein Workflow beinhaltet, ich habe ein Video irgendwo und damit mache ich jetzt Sachen. Das kann einfach nur beinhalten, ja, ich transkodiere das irgendwie runter von 4K auf 720p und schiebe das hoch. Das kann aber auch beinhalten, ich füge mehrere Videostreams zusammen oder ich analysiere, wann wurde die Folie gewechselt. Ich kann Folien rausextrahieren. Ich kann auf der Folie Texterkennung machen und dann nachher diese Texte in einen zentralen Suchservice reinbinden. Man kann dann quasi darüber suchen, über einfach Textsuche machen, Volltextsuche über die Slides in den ganzen Vorlesungen. Das funktioniert im Hintergrund mit Elasticsearch. Genau. Und halt noch viele, ganz viele kleine Details. Also es gibt halt für irgendwie jede Situation, die man hat, eine erdenkliche Möglichkeit, wo man verschiedene Module kombiniert und dann einfach die Videos dadurch verarbeitet.
Was auch noch wichtig ist, um so ein System im Uni-Kontext einbauen zu können, sind Schnittstellen für externe Anbindungen. Also zum Beispiel halt das Einbinden in Learning-Management-Systeme oder sonstige Sachen halt irgendwie anzeigen, zum Beispiel in der Raumübersicht, findet da jetzt eine Aufzeichnung statt oder nicht, das ist ganz wichtig. Ansonsten ist es ein Open-Source-Projekt, es ist in Java geschrieben als OSGI-Application, läuft also auf Caraf mit Spring Framework. Es ist eine skalierbare Modulstruktur, was wirklich wichtig ist, wenn man das Ganze hochskalieren möchte. Es ist extrem aktiv in der Entwicklung, also alle halbe Jahre gibt es ein neues Point-Release. Und es wird wirklich bei vielen Universitäten verwendet, als zum Beispiel Harvard macht das, die Universität Manchester, Köln, Wien meine ich auch, also ganz viele. Wird von der Foundation, von der Operio Foundation gefördert und wer das mal ausprobieren will, wir haben Docker-Images dafür geschrieben, mit denen es wirklich einfach ist, das hochzuziehen, weil es am Anfang ein extrem komplexes System ist und nicht so leicht zu starten ist. URL findet ihr dort, nochmal minus Docker hinten dran, habt ihr die Docker-Images. Wie betreiben wir das an der WWU? Einfach mal, um so ein bisschen Kontext zu geben, was braucht man an Ressourcen? Wir haben momentan einen zentralen File-Server, der über NFS erreichbar ist, mit 13 Terabyte circa. Da haben wir, ich glaube, derzeit 8 Terabyte belegt. Das schwankt aber sehr stark, in welcher Videoqualität man aufzeichnen will. Rechenleistung eigentlich so viel draufwerfen, wie man kann. Tatsache ist, je mehr Maschinen man hat und je mehr Instanzen man hat, desto besser skaliert es. Also einfach nur eine Kiste mit 64 Kernen und 2 Terabyte RAM bringt nicht viel. OpenCAD selber ist in Distributionen unterteilt. Wir innen zurück, es hat eine skalierbare Modulstruktur. Das heißt, es ist wirklich in alle, sage ich mal, Microservices im weiteren Sinne aufgeteilt, also keine echten Microservices, aber irgendwie so unterteilt. Und die werden dann halt zu verschiedenen Distributionen zusammengruppiert, um zum Beispiel ein Admin-Interface zu haben oder ein Presentation-Interface, auf das die Studierenden dann zugreifen oder halt Worker, die einfach nur im Hintergrund die Videos durchverarbeiten. Was wir auf jeden Fall immer nur machen und was ich jedem empfehlen kann, Upgrades immer nur zum Semesterende. Weil es nicht so easy ist, OpenCAD zu upgraden. Das geht teilweise auch mal schief und das wollt ihr nicht im Semester machen. Was wir auch gemacht haben, was auch sehr gut geht, ein internes Repository für Patches, Features und Backports. Das würde ich jedem empfehlen, gerade weil oftmals Pull-Requests mit sehr interessanten Features sind und man sich das dann gut zurückholen kann. So machen es auch die meisten Universitäten einfach. Was wir verwenden an der Uni ist größtenteils Moodle als zentrales System für die Online-Verwaltung von Kursen. Wir haben aber gleichzeitig auch noch für die Juristen ein Ilias-System nebenher laufen, das die selber verwalten. Da kann man sich auch problemlos anbinden. Also es gibt halt eine sogenannte LTI-Schnittstelle, die ist relativ verbreitet bei diesen E-Learning-Systemen und darüber kommt man immer ran. Was sehr cool ist, diese interne Rechteverwaltung von OpenCast kann man komplett über diese LTI-Schnittstelle durchreichen. Man kann also sagen, wenn man jetzt in sein Learning-Management-System in einen Kurs eingeschrieben ist, hat man auch automatisch im OpenCast, wenn es denn zu diesem Kurs verknüpft wurde, die Rechte, das Video zu betrachten. Das macht wirklich sehr viel Arbeit weg, weil man nicht mehr wie für jeden Studierenden sagen muss, ja, du darfst das Video anschauen oder nicht. Man muss keine Passwörter verteilen oder sonst was, sondern man loggt sich einfach nur mit seinem zentralen Nutzerpasswort an der Uni an und weiß dann einfach, okay, ich darf drauf zugreifen oder nicht. Was wir auch noch gerne sehen, ist, dass die Dozierenden eigene Mitarbeiter das Schneiden übernehmen lassen. Ganz einfach, weil man dann sonst irgendwann an den Punkt kommt, okay, wir haben jetzt ein Video reinbekommen, da läuft eine initiale Verarbeitung, dann wird eine Mail an die Dozierenden rausgeschickt, dann sollen die durchschauen, ist die Aufnahme okay, dürfen wir diese veröffentlichen, dann kriegen wir eine Rückmeldung zurück und dann irgendwann Stunden später kann man das dann halt erst freischalten. Das verzögert diesen ganzen Prozess. Was wir hier wirklich gerne machen und was ich auch empfehle, dass die Mitarbeiter es selber schneiden und dann ist die Changeover-Time, sag ich mal, 3 Stunden, 4 Stunden, wenn man es dann wirklich schnell macht, von Ende der Vorlesung bis zur Veröffentlichung im Netz. Ich habe hier mal ein paar Screenshots gemacht, wie es dann im Admin-Interface aussieht. Also man hat einfach eine riesen Liste an Aufzeichnungen. Man sieht hier oben einfach so ein paar schnelle Filter. Einfach durch die ganzen Metadaten kann man viel im System herumfiltern.
Man kann auch wirklich, also das ist jetzt so dieser Standardsatz an Metadaten, der irgendwie vorhanden ist. Und man kann diese Metadaten auch beliebig erweitern um eigene Sachen, die man an der Uni braucht irgendwie, keine Ahnung. Was wir zum Beispiel nochmal reinmachen in die Extended Metadata, sind einfach Dateien hochladen von den Aufzeichnungsberechtigungen. Also dass die Dozierenden gesagt haben, jo, ist in Ordnung, wir dürfen nicht aufzeichnen. Das haben wir halt nochmal als eingescannte PDF oder irgendwie digital signiert. Das ist der Editor, der ist eingebaut in OpenCast. Ist ein Web-Editor, den man benutzen kann, um die Schnittmarken zu setzen. Was man hier unten sieht, das ist im Endeffekt die Wellenform von dem Audio. Und diese ganzen roten Elemente, die sind nachher nicht drin. Das Coole ist, dass OpenCast selber erkennt, wann Stille ist und setzt diese Marken schon mal vor. Dadurch hat man schon mal direkt einen Sprungpunkt, okay, wann fängt der Vortrag jetzt wirklich an, wann hört er auf, und man muss meistens nur noch ein kleines bisschen hin und her korrigieren und dann ist alles in Ordnung. Oben würde man dann Side-by-Side-Ansicht sehen, dann unten irgendwo sagen können, ist okay, leg los. Das ist das, sag ich mal, der Medienbrowser, nennt sich Engage-Portal. Da sieht man einfach eine Auflistung von allen Vorlesungen, auf die man Zugriffsrechte hat. Ich bin jetzt Admin, deswegen sehe ich da alles Mögliche drin. Und das sind halt alle möglichen Auflesungen, Aufzeichnungen, die wir drin haben. Wenn man draufklickt, landet man in diesem tollen Player. Sieht erstmal nach einem normalen Player aus. Wir haben hier unsere Folienansicht, also das, was aus dem Beamer rauskommt. Und hier haben wir ein Kamerasignal. Hier unten diese einzelnen Segmente, das sind genau die Stellen, wo das System erkannt hat, okay, da wurde eine Folie gewechselt. Da kann man auch quasi schnell hinspringen, um nicht ein Video hin und her suchen zu müssen. Sieht auf den ersten Blick erstmal relativ langweilig aus. Cool ist es dann aber, dass man hier Sachen sieht, Vorschauen sieht, und wer genau aufgepasst hat, sieht, dass auf einmal die Kamera hier vorne riesengroß ist. Das passiert nicht im Videostream, sondern wir gehen nicht hin und veröffentlichen einen Stream und das ist fertig eingebacken, sondern wir lassen wirklich zwei Streams gleichzeitig abspielen. Man kann also selber entscheiden, wann will ich die Kamera groß sehen, wann will ich das Beamerbild groß sehen, man kann hineinzoomen in einzelne Bilder, man kann prinzipiell, wenn man will, 10 verschiedene Kameras einstellen für Chemieexperimente oder sowas und zwischen diesen ganzen Kameras hin und her schalten. Das passiert alles in diesem Player. Also es sind alles einzelne Streams. Unten sieht man nochmal jede Menge Metadaten, was auch sehr cool ist, gerade bei langsameren Vorstellenden. Man hat hier einen Time Warp drin sozusagen, also nach dem Motto, red mal 300% schneller. Ist jetzt gerade echt ein bisschen schnöde, ne? Das geht alles. Und halt Qualitätsstufen umstellen, wie man es so von YouTube kennt irgendwie. Wir liefern, ich glaube, 480p, 720p und 1080p aus und damit fahren wir eigentlich ganz gut. Genau, so viel erstmal zu OpenCast. Nochmal zurück zur Übersicht. Nächster großer Punkt in diesem ganzen System sind die Capture Agents. Also das ist hier, ich habe den Titel nicht mehr reinbekommen. Und die Capture Agents bestehen halt aus vielen kleinen Dingen bei uns. Erstmal, was ist ein Capture Agent? Das ist so die Frage. Der Name ist jetzt noch nicht mal so beschreibend. Wichtig ist zu wissen, dass OpenCast selber überhaupt nicht aufzeichnen kann. OpenCast ist wirklich Open Source Video Management und nicht Open Source Video Recording oder sowas. Diese ganzen Aufgaben zum Aufnehmen werden an Capture Agents ausgelagert. Und darüber ergibt sich auch diese riesengroße Flexibilität von OpenCast. Wenn man irgendwie über diese Schnittstelle Videos reinbekommt, kann man es damit benutzen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten an Capture Agents. Die Hauptunterscheidung ist erstmal Software auf einem normalen Computer oder tatsächlich fertig integrierte kommerzielle Produkte. Die kauft man als ganzes Ding, schiebt die sich ins Rack, steckt hinten HDMI an und ab dafür. Gerade hier Teltec Calicaster ist nochmal so ein Spezialfall. Die verkaufen im Endeffekt einen fertig konfigurierten Computer als integrierte Hardwarelösung. Kann man sich also auch selber zusammenbauen. Diese Extron SMP 351 sind relativ beliebt. Das Problem bei diesen ganzen Geräten ist leider, dass die extrem teuer sind. Und sie sind dann auch ein bisschen unflexibel, weil der Hersteller hat Inventionen, so wird das Gerät so bedient und man kann da nicht viel dran drehen. Vorteil ist aber natürlich, man hat einen Support dabei. Das ist vielleicht für eine kleinere Uni, die irgendwie nur eine Person dafür hat, interessanter. Dann kann man halt einen Notfall anrufen und sagen, macht mal, guckt, dass die Kacke wieder läuft.
Was es dann als Alternative dazu gibt, wenn man auch ein bisschen selber Hand anlegt, ist Software auf einem normalen Computer. Halt auch wieder Gallicaster als Option oder PyCA oder wenn man unbedingt Windows verwenden möchte, aus Gründen Direct mit Matterhorn Remote Inbox. Oder was auch seit dem neuesten geht, aber noch so ein bisschen Beta-Alpha-Status ist, ist OBS Studio, also dieses Open Broadcaster, was die Streamer ganz gerne benutzen, mit einem Opencast-Plugin. Diese ganzen Systeme haben einen ziemlich hohen Do-it-yourself-Anteil, also man muss viel dran frickeln, bis es läuft, aber es ist extrem flexibel. Also man kann halt wirklich genau sagen, was da passieren soll. Und gerade ein Automatisierungskonzept, das sehr auf die örtlichen Gegebenheiten angepasst ist, ist das ziemlich wichtig, meiner Meinung nach. Wie machen wir das? Ich habe schon gesagt, die Hardwarelösungen kosten schnell mehrere tausend Euro ohne Kamera. Bei uns war anfangs gesagt, wir sollen bis zu 20 Räume ausstatten. So, und wenn man dann bei 20 Räumen ist und mehrere tausend Euro ohne Kamera schon ausgeben soll, dann ist das schnell keine Option mehr, dann ist einfach das Budget überstrapaziert. Deswegen war bei uns sehr schnell klar, okay, wir müssen auf jeden Fall auf Do-it-yourself und eigentlich wollen wir auch Do-it-yourself, weil es halt viel flexibler ist. Wir haben angefangen mit Gallicaster Pro. Leider haben wir gemerkt, dass es gerade auf unserer Hardware ziemlich instabil war und ziemliche Performance-Probleme hatte. Inzwischen ist es wahrscheinlich besser. Sie haben einige Versionen danach nochmal released. Das ist schon ein paar Jahre her, aber wir sind irgendwie dann bei PyCA hängen geblieben und verwenden es jetzt einfach weiter, weil es wirklich klasse für uns war. Genau, schauen wir uns mal PyCA genauer an. PyCA steht für Python Capture Agent für Opencast. Ist also genau auf Opencast spezialisiert. Es ist eine sehr simple Software, also die kann man sich an einem Nachmittag komplett durchlesen und verstehen. Und dadurch ist die auch ziemlich leichtgewichtig. Also man kann die prinzipiell auch auf einen Raspberry Pi laufen lassen, wenn man möchte. Dafür wurde sie anfangs tatsächlich auch entwickelt. Und alles, was die macht, ist zu Zeitpunkt XY einen konfigurierbaren Befehl ausführen. Das kann alles sein. Bei uns ist es einfach, startet dieses Shell Script. Und da drin machen wir dann Sachen, um die Videos irgendwie aufzuzeichnen und zu generieren. Danach lädt die Dateien hoch zu Opencast über diese spezielle Schnittstelle für die Capture Agents. Und was auch noch relativ wichtig ist, es hält einen lokalen Kalender-Cache vor. Also es ruft regelmäßig bei Opencast ab und sagt, hallo, ich möchte wissen, wann ich aufnehmen soll. Opencast gibt die Liste raus und der Capture Agent speichert das in einer lokalen Datenbank. Ist auch Open-Source-Software, LGPL 3.0, in Python geschrieben, läuft auf Python 2 oder 3, je nachdem, wer noch irre ist, in Python 2 benutzt. Ist auch aus dem direkten Opencast-Umfeld, also von einem Hauptentwickler, gestartet, wirklich eine kleine Codebase und wir haben dafür ein AOR-Paket gebastelt, weil wir halt unsere Capture Agents auf Arch Linux laufen lassen. Genau. Wie schaut denn die Hardware da aus? Wir haben jetzt über die Software gesprochen, wir müssen das jetzt aber noch irgendwie in den Hörsaal bringen. Und da gibt es erstmal ein paar Voraussetzungen, die man immer beachten muss eigentlich. Die Kisten müssen leise sein. Das ist wirklich wichtig. Die Dozierenden werden ganz schnell irre, wenn da irgendwo ein Lüfter rumsurrt oder was anfängt zu piepen. Damit geht es einher, dass die Teile stromsparend sein sollen. Und wenn man jetzt denkt, okay, man will da irgendwie Videoverarbeitung und Videokodierung machen, in leise und stromsparend wird es ganz schnell ein Grenzfall. Und dann kamen dann noch unsere Hörsaaltechniker und haben gesagt, ja, 2 HE geht, 1 HE fänden wir cooler und bitte nicht mehr als 40 cm Bautiefe. Und dann wird die ganze Sache auf einmal spannend. Wir haben dann noch gesagt, ganz einfach, weil die Uni Münster so extrem verteilt ist, wir wollen unbedingt Remote Management, also irgendwie IPMI, ILO, irgendwas. Irgendwas in der Art. Dass wir an die Kisten immer rankommen, weil teilweise sind die Räume auch versperrt und da kommt man nicht so schnell rein. Und gerade bei zeitkritischen Sachen muss man dann mal irgendwie drankommen. Rechts seht ihr die Hardware-Auflistung für unsere derzeitige Lösung. Dieses Gehäuse ist tatsächlich 1 HE groß und ich glaube 36 cm tief. Wir haben einen Server Micro ATX Mainboard genommen, einfach um diese IPMI-Unterstützung mit drin zu haben und eine Xeon Low Voltage CPU bisher verwendet. Und dann kam Intel und meinte so, ach, auf Low Voltage haben wir keinen Bock mehr, wir streichen jetzt die gesamte Low Voltage Xeon Serie und gucken mal, was er macht. Momentan sind wir da so noch ein bisschen Schwierigkeiten. Wir haben jetzt einfach eine normale CPU genommen und sind ins BIOS gegangen und haben gesagt, ja, 25 Watt TDP-Limit und dann wird die CPU gedrosselt. Ist ein bisschen schade, wenn man so eine CPU dann so einschränkt, aber das muss man wirklich machen, weil wir, also an warmen Tagen wird die so bei 85 bis 90 Grad liegen. Das ist also wirklich alles am Limit. Wir haben es leider nicht besser gefunden.
Es ist einfach schwierig, auf ein HE sowas wegzukühlen. Ansonsten halt Noctua-Lüfter, um schön leise zu bleiben. Unsere Capture-Karte ist drin und weil es nicht wirklich viel kostet in dem Kontext, 16 GB RAM, eine SSD rein, ab dafür. SSD wollt ihr auch auf jeden Fall haben, weil bei Festplatten kann es sein, dass man eine große Latenz ist und dann habt ihr ein Problem. Genau, Capture-Karte zum Aufzeichnen von Beamer und eventuell Kamera. Was ihr auf jeden Fall aufzeichnen müsst, ist HDMI irgendwie. Und ihr braucht sehr wahrscheinlich auch einen Splitter, um das Beamer-Signal irgendwie abzugreifen. Unsere Erfahrung jetzt bei mobilen Systemen, die wir auch momentan entwickeln, sind PCI Express ist auf jeden Fall USB 3.0 Karten vorzuziehen. USB 3.0 wird sehr schnell sehr instabil, gerade auch weil USB an diese Bandbreite von dem Video schnell ans Limit kommt. Ein eingebauter H264 Encoder ist oftmals gerade bei diesen Gaming-Capture-Karten mit drin. Der ist in dem Kontext überhaupt nicht hilfreich, weil ihr die Encoding-Option relativ viel fein einstellen wollt. Und also das Encoding, was da drin passiert, das bringt meistens nichts. Gerade auch, weil man nachher irgendwie noch nachsynchronisieren will oder Frameraten anpassen oder Filter direkt drauflegen will. Und dann muss man es eh wieder encodieren, also dekodieren und dann wieder neu encodieren. Wir benutzen inzwischen Magewell-Karten. Die sind für unseren Anwendungsfall und generell diesen Anwendungsfall absolut klasse. Genau das, was man sucht und die empfehle ich persönlich auf jeden Fall. Und so sieht das Ganze dann aus. Das ist diese Kiste einmal komplett geöffnet, oben mit dem Deckel. Da haben wir gerade noch die Lüfter ausgetauscht. Und man sieht halt die CPU in der Mitte, das ist einfach ein großer Kühlkörper. Und da sieht man auch, wieso die Kisten so heiß werden. Man hat vorne ein paar kleine 40 mm Lüfter, die so langsam wie möglich drehen. Und dann versuchen, irgendwie über diese lange Strecke da noch Luft durchzuschieben. Das ist alles halt, ist schwierig. Links sieht man die kleine Capture-Karte, die ist da so reingesteckt. Genau. Als nächstes ist noch interessant die Kamera. Wir benutzen eine 4K-IP-Kamera. Bei einer Kamera muss man erstmal so zwei grobe Kategorien unterscheiden. Entweder man nimmt eine klassische Kamera mit HDMI oder SDI-Signalausgabe oder man nimmt eine Netzwerkkamera, die dann halt alles über IP-Protokolle rauswirft. Hat beides Vor- und Nachteile. Simple Technik ist dann jeweils auf der einen oder anderen Seite. Das ist immer so die Frage, wo will man die simple Technik haben? Wenn man jetzt eine fertig integrierte Lösung will, dann nimmt man sich eigentlich am besten die HDMI- oder SDI-Kameras, weil man muss man auch anstecken und ist quasi fertig. Großes Problem bei den normalen Kameras ist Spezialkabelwege. Man muss dann nochmal teilweise die Decke aufreißen, um da irgendwie ein SDI-Kabel langzulegen. Das ist blöd. Und meistens PTZ, also gucken, wo rennt Dozierende gerade rum, muss dann meistens über Motorkontrolle erfolgen. Und da ist dann die Frage, okay, wer steuert diese Motoren, wer steuert die Kamera? Bei Netzwerk entfällt das alles größtenteils, weil man da meistens auf starre Netzwerkkameras setzt, die dann irgendwie digitales PTZ haben oder man kann es über eine API steuern, das ist ganz gut. Problem bei der ganzen Sache ist Internet of Shit. Man hängt da irgendein Embedded Device ans Netzwerk, ans Uni-Netzwerk und ja, es passieren Dinge. Da muss man immer so fragen, wie weit grenze ich das ab und was nehme ich da? Genau, Pentel-Zoom habe ich gerade kurz angesprochen. Gibt es noch zwei große Unterscheidungen. Mechanisches Pentel-Zoom, also man bewegt wirklich die Kamera über Motoren oder man macht digitales PTZ. Das ist im Endeffekt ein Croppen aus dem gesamten Bild. Beim digitalen PTZ hat man den Vorteil, dass man einen Backup-Stream des Sensors haben kann. Das ist gerade im Bereich einer Vorlesungsaufzeichnung, die nur einmal passiert und nie wiederholt werden kann, ziemlich wichtig. Weil diese automatisierten Systeme für den Kameraausschnitt ab und zu mal rumspinnen. So, und wenn das Ding jetzt die ganze Zeit auf den einen Studierenden, der sich unbedingt vorne vor das Podest gesetzt hat und da mit den Füßen gewedelt hat, draufspringt, weil da Bewegung war und der Dozierende nie zu sehen ist, dann hat man ein Problem. Beim Digitalen kann man dann einfach hingehen und wir nehmen uns den kompletten Rohstream des Sensors und schneiden nachher nochmal selber aus. Also man hat die Option, eine Aufnahme im Nachhinein nochmal zu retten. Problem an der Sache ist, ja, man schneidet aus dem Sensorbild was raus. Das heißt, man muss überhaupt schon mal erstmal eine riesen Auflösung haben, um nachher noch ein brauchbares Signal rauszubekommen. Also 4K ist Pflicht. Wenn man das sagt, so, ja, wir zeichnen die Dozierenden mit 4K auf, dann denkt man, ja, so ist das nötig. Aber man sieht nachher tatsächlich, der Ausschnitt reicht so gerade eben aus. Eigentlich hätten wir viel lieber 8K, aber dann werden die Datenmengen ein bisschen unhandlich.
Genau. Wir haben uns dann tatsächlich für die Access P1428E entschieden, die inzwischen abgelöst wurde durch die 1448E. Ist im Endeffekt dasselbe Teil mit noch ein paar extra Features dazu, die das Ganze noch angenehmer machen. Und die können wir eigentlich auch empfehlen mit ein paar kleinen Abzügen bei der Bildqualität, die aber in dem Fall eigentlich meiner Meinung nach ausreicht. So sieht das ganze Ding aus. Ist eine Sicherheitskamera, Bullet Point nennt sich das. Die schmeißt man entweder in der Mitte des Raums unter die Decke oder hinten am Ende des Raums einfach dran und richtet die einmal aus und dann ist alles gut. Jetzt habe ich einmal eine Liste an Stolperfallen. Ich habe hier ganz viel gesagt und dann denkt man sich, ja, wir wissen jetzt alles. Wir können das jetzt machen. So. Die Jahre an Erfahrung haben ganz viele tolle Sachen gezeigt. So, wenn man Netzwerkkameras macht, dann hat man ein großes Problem: Audio-Video-Synchronisation. Da sitzt eine Kamera irgendwie in den Encoder und man sagt, ich möchte jetzt Bild haben und der startet vielleicht in 10 Millisekunden, der startet vielleicht in 100 Millisekunden oder sonst was. Das ist kein Echtzeitsystem. Das heißt, die Synchronisation ist schwierig. Es gibt da aber einen Trick, und zwar Kameras, die den ONVIF-Standard 1.0 erfüllen. Das sind die meisten Netzwerkkameras. Die senden in dem RTCP Sender Report ganz zu Beginn des Streams einmal ein Unix Time World Clock Timestamp mit. Und anhand dessen kann man das dann tatsächlich nachher wieder synchronisieren. Da haben wir ziemlich lange für gebraucht, bis wir das hinbekommen haben, aber das geht damit auf jeden Fall. Muss halt ein bisschen fummeln, aber wenn man auf dieses Feature achtet, ist alles gut. Kamera und Capture Agent, wenn man Netzwerkkameras macht, auf jeden Fall auf denselben Switch legen. Wir haben an der Uni, ich glaube, momentan 70.000 Netzwerkendgeräte und dementsprechend Netzwerkinfrastruktur. Und ich sage euch, Netzblitz are a thing. Also eigentlich irgendwie mindestens alle 2 Tage geht man Monitoring-Systeme an und sagt, diesen Capture Agent, da erreiche ich nicht mehr oder diese Kamera, da ist weg. Und da wir den lokalen Kalender-Cache in dem Capture Agent haben und wir die ideale Falle auf denselben Switch stecken, kann dieses System auch noch autark arbeiten, auch wenn die Verbindung zum Server abgerissen ist. Das interessiert die Kiste dann nicht mehr. Auch ein kleines Ding, Firefox unterstützt H264 nur so semi. Liegt daran, dass die von Cisco ein Plugin spendiert bekommen haben, also ein Decoder. Und ja, manche Sachen kann es, manche Sachen nicht. Unsere Erfahrung hat gesagt, einfach Constraint Baseline als H264-Profil benutzen, dann läuft alles. Und was auch immer wieder passiert, die Dozierenden vergessen, ihr Mikro einzuschalten, weil sie es gewohnt sind, ohne Mikro zu sprechen und wundern sich dann nachher, dass da kein Ton der Aufnahme ist. Und Apple-Geräte sind auch so unsere Lieblingsfreunde, die gehen nämlich ganz gerne einfach immer HDCP aus. Ja, ist total nervig. Was wir dafür machen, sind nochmal extra Geräte reinschalten, die dann über Edit dem Gerät sagen, ja, hier bitte kein HDCP, kann ich nicht, und dann kann man das meistens irgendwie unterbinden. Gut, so viel zur Technik. Ich muss jetzt ein bisschen schneller machen, weil sonst Zeit ein bisschen, ja, gut. Ich habe jetzt ganz viel gesagt, wie man das macht, unter der Aufnahme, dass das erlaubt ist. Jetzt ist aber die Frage, wie kriegt man das überhaupt durchgesetzt, dass man sowas machen kann? Weil viele Universitäten da ja noch nicht so auf dem Fortschritt sind. Ich zeige euch erstmal den beispielhaften Projektverlauf an unserem Projekt, wie wir das alles durchgekommen haben zeitlich, damit man sich so ein bisschen gucken kann, wie könnte man das machen. Und was waren so unsere Erfahrungen mit Dozierenden und mit Studierenden und ja, überlegen, was man da auf jeden Fall machen sollte, machen könnte, wie man da rangeht. So schaute das bei uns grob aus. Wir hatten im Endeffekt 4 verschiedene Phasen. Angefangen hat, dass ein Student damals zum AStA gegangen ist und gesagt hat, ja, ich möchte gerne Vorlesungen aufzeichnen. Dann hat das AStA gesagt, ja, finden wir cool, möchten wir machen. Hier hast du eine Projektstelle, mach mal. Haben es durchbekommen, dass sie in einem Raum aufzeichnen durften und halt auch schon mit Umcast ein bisschen rumgespielt. Dann haben sie gemerkt, jo, ist cool. Sind hingegangen und haben bei der Qualitätsverbesserungskommission, das ist hier das QVK, einen Antrag gestellt, ja, wir würden das ganz gerne an der Uni machen. Den Antrag haben sie durchbekommen, das war 2 Jahre, nachdem dieses Projekt gestartet ist. Und aus diesem QVK-Antrag haben wir dann ein Pilotprojekt an der Uni selber machen können. Das lief bis Ende letzten Jahres. Und aus diesem Pilotprojekt, weil wir es eigentlich relativ gut hinbekommen haben, alles ist dann eine feste Stelle an der Uni geworden und wir haben das jetzt fest in die Uni-Struktur eingebunden und werden es auch in Zukunft weitermachen. Und ich denke mal, so wird es meistens laufen, weil von der Uni selber kommt relativ selten der Impuls, ja, wir wollen aufzeichnen. Das ist dann meistens durch Studierendenarbeit.
Nochmal bei der Projektstelle beim AStA, was da wichtig ist. Ich habe dort gegen Ende der Projektstelle beim AStA das ganze Ding übernommen, damals 2015 im Sommer. Wichtig war damals nicht auf die Technik versteifen. Die Technik ist da erstmal noch relativ egal. Ein stark verwendeter Raum reicht und das meiste, was sie da macht, ist hochschulpolitische Arbeit schon mal so ein bisschen vorweichen. Okay, wir wollen hier nicht die Totalüberwachung, sondern wir wollen das Lehrangebot bereichern. Das ist so im Endeffekt das Hauptziel, auf das ihr hinaus arbeitet. Qualitätsverbesserungskommissionsantrag ist ein tolles Wort. Was man da auf jeden Fall beachten sollte, ist realistische Erwartungen stellen, aber auch gerne mal hochpokern. Und das Ding ist, die Finanzen sind nicht unerheblich. Ich habe jetzt gerade gesagt, man baut sich die Teile am besten selber zusammen, also in unserem Fall. Die Hardwarekosten liegen bei 2000 Euro. Was man aber noch beachten muss, sind Hardwarekosten für Netzwerkanschlüsse hinstellen, Kosten für die Kamera, Kosten für eventuelle Medientechnik, die Leute, die das einbauen müssen, bezahlt werden, etc. etc. Man landet schnell bei 5.000 bis 10.000 Euro pro Raum, je nachdem, wie man es macht, wenn man die ganz teure Lösung wählt, auch gerne mal bei 20.000 pro Raum. Das muss in euren Antrag mit rein, das müsst ihr vorher im Budget festlegen. Ihr wollt auf jeden Fall 2 Jahre Laufzeit haben, ganz einfach, damit sich das Projekt etablieren kann, weil es am Anfang sehr ruckelig laufen wird. Dieses System ist ziemlich schwierig umzusetzen, es gibt sehr viele Stolperfallen und die Zeit braucht ihr einfach. Bei den Personalstellen gucken, dass ihr auf jeden Fall einen Techniker dabei habt, weil das nicht Point and Click ist. Ihr wollt auch gerne einen Didaktiker dabei haben, einfach um nochmal die Lehrbereicherungen da nochmal herauszuarbeiten. Und Support ist natürlich auch nicht ganz verkehrt. Beim Pilotprojekt an der Uni, wenn ihr dann soweit seid, so ihr dürft es machen, nistet euch in die E-Learning-Strukturen ein. Guckt, dass ihr möglichst viele Verbindungsstellen schlagt und keine Insellösungen baut. Da hat keiner so richtig Bock drauf. Das war für uns wichtig. Und wir haben damals gesagt, 2 Semester für Entwicklung und Beta reservieren. Das war ganz gut, einfach weil das System am Anfang noch nicht rund lief und die Studierenden wussten, okay, das ist jetzt gerade noch zum Test. Das Allerwichtigste ist auf jeden Fall Verlässlichkeit. Wenn dieses System nicht läuft, werden die stinkig, richtig stinkig. Da müsst ihr drauf achten. Und was wir viel gemacht haben, ist Klinkenputzen. Was wir empfehlen, begeisterbare Dozierende finden, die das dann unter die Kollegen weiter erzählen und dann Leute, die so auf der Kippe stellen, nochmal extra ein bisschen mitmotiviert, ja, mach das mal. Das funktioniert ganz gut. Meistens ist es so, wenn man einmal so einen Punkt in den Fachbereich hineingefunden hat und einen Dozierenden an den Fingern hat, dann verbreitet sich das relativ schnell in diesem Bereich, weil die Leute merken, okay, es ist wirklich cool und es ist wirklich hilfreich. Und dann ist noch die große Frage, Opt-in oder Opt-out. In Deutschland kommt man sehr wahrscheinlich nicht um Opt-in hinrum. Ganz einfach, weil natürlich immer noch das Recht am eigenen Bild besteht und je nach Lehrvertrag das auch bei den Dozierenden bleibt. Es ist tatsächlich so, dass die Universität in Manchester es geschafft hat, das auf Opt-out umzustellen. Das heißt, die zeichnen wirklich alles auf, es sei denn, man sagt ganz bestimmt, ich möchte das nicht. Und das ist auch gerade bei der Barrierefreiheit ein sehr wichtiger Punkt. Barrierefreiheit in dem Sinne, um das als Barrierefreiheit zu benutzen, funktioniert auch nur, wenn es halt breitflächig angeboten wird. Ansonsten bringt es einem wenig, wenn es bei der einen Veranstaltung klappt und bei einer anderen nicht, weil der Dozierende sich irgendwie vor der Kamera nicht hübsch findet. Das ist irgendwie schade. Genau. Und dann ist noch so die Frage Datenschutz und Kameras im semi-öffentlichen Raum. Ich sage semi-öffentlich, weil es natürlich das Privatgelände der Uni ist, aber irgendwie auch als öffentlicher Raum empfunden wird. Wir haben das so gelöst, dass wir wirklich sehr proaktiv waren. Wir haben überall Warnschilder aufgehängt. Hier wird aufgezeichnet, hier ist der QR-Code, da könnt ihr gucken, wann wird aufgezeichnet. Wir haben viel an den Kameras gearbeitet, dass wirklich nur die Dozierenden zu sehen sind, einfach um nochmal so diese Angst zu nehmen, hier wird nur Überwachung gefahren, was wir absolut nicht machen. Und Resultat war auch, dass wir wirklich eigentlich keine Bedenken von den Studierenden bekommen haben, so nach dem Motto, hey, ihr habt hier Kameras aufgehängt, was ist mit meinem Datenschutz los? Sondern eigentlich größtenteils, was auch irgendwo verständlich ist, von den Dozierenden, die Angst hatten, dass die jetzt bei der Arbeit überwacht werden. Da muss man dann halt immer noch mal hingehen und erklären, okay, diese Systeme zeichnen wirklich nur dann auf, wenn es auch wirklich von uns eingestellt wurde. Und damit hat sich die Lage meistens sehr schnell entschärft. Ja, Qualität. Empfundene Qualität ist eigentlich an diesen Punkten unserer Meinung nach so am schnellsten festzumachen. Also absolute Zuverlässigkeit.
wenn einmal eine Aufnahme fehlt, kann das ziemlich schnell doof sein, wenn es genau die Aufnahme ist, die den Inhalt der Klausur beinhaltete. Das ist schlecht. Schnelle Veröffentlichen. Teilweise wollen die Leute das innerhalb von 24 Stunden haben. Gute Geräteunterstützung. Die Leute gucken viel auf mobilen Endgeräten. Das hat uns auch sehr überrascht. Und wer Flash einsetzt, nein, einfach nein. Es ist vorbei. Klarer Ton von den Folien. Also klarer Ton und klare Folien ist sehr wichtig. Kamerabild ist eigentlich vernachlässigbar nach unseren Erfahrungen. Also das ist nett dabei zu haben, aber nicht so super wichtig. Wenn das stimmt, seid ihr auf einem guten Weg. Genau, Nutzungsstatistik hätte ich jetzt noch. Ich habe jetzt aber noch 15 Minuten eingeplant für Fragen. Ich weiß nicht, gibt es schon irgendwie mega brennende Fragen gerade? Ich würde jetzt erstmal noch ein paar Fragen, dann vielleicht nochmal schnell die Statistiken, wenn keine mehr Fragen mehr da sind. Ne? Also. Ja, hallo. Die Frage aus dem Publikum wird hoffentlich auch im Livestream nachher aufgezeichnet. Wie sieht es bei euch aus mit Fragen der Studierenden im Zuge der Vorlesung? Wie kriegt ihr das in den Griff, dass das automatisch läuft? Du hast jetzt nur gesagt, der Dozent muss sein Mikro einschalten. Wo ist da die Grenze der Automatisierbarkeit? Automatisierbarkeit, ja, ist schwierig. Also wir sagen den Dozierenden natürlich, in der Aufnahme landet alles, was in das Mikrofon gesprochen wird. Das heißt, das, was die Dozierenden draußen sagen, ist in der Aufnahme eigentlich nicht mehr zu hören, beziehungsweise nur auch irgendwas sehr Verhalltes. Wollen wir auch so lassen, einfach weil es nochmal ein direkter Nutzen vor Ort ist, wenn die Dozierenden die Frage wiederholen, und das sollen sie auch tun, und dann landet es in der Aufnahme. Und dann ist es eigentlich auch kein Problem, weil, wie schon gesagt, die Studierenden sind eigentlich in diesem Fall Beiwerk, und es ist dann auch kein Problem, die Frage zu wiederholen. Da gibt es keine Datenschutzprobleme. Das war ein Wort. Ja. Ja, davon haben wir noch eine weitere. Du meintest ja, du hast, dass das mit diesen Multistreams läuft. Wie ist das, wenn man das offline nutzen will? Also funktioniert das? Gibt es Player, die das unterstützen? Oder? Offline ist noch die Frage. Downloads machen wir bei uns nicht. Das besteht aber im System als Möglichkeit. Und zwar würde man dann in dem Fall einen separaten Workflow anlegen, der eben diese zwei Videos zu einem normalen Video zusammenmixt. Und dann hat man irgendwie Picture-on-Picture oder Seite-by-Seite und kann das als Download anbieten. Das ist halt diese große Flexibilität der Workflows. Man kann es so konfigurieren, dass das dann rausgeworfen wird. Ja, das geht. Wie macht ihr das mit den verschiedenen Streams? Habt ihr da irgendwelche Voreinstellungen, dass jemand durchgeht und sagt, jetzt sollen Folien kommen per Default, oder muss der Nutzer das immer selbst einstellen, was er gerade sehen will? Mhm. Die Standardeinstellung bei uns ist Folien groß, Dozierender um rechts in der Ecke klein. Man kann prinzipiell auch SMIL-Dateien reinlegen. Zum Beispiel, direkt geht es noch nicht. Es sind aber alle Möglichkeiten da, um sowas einzurichten. Man könnte zum Beispiel hingehen und an der Mediensteuerung direkt neben dem Podest, was ja in vielen Hörsälen ist, irgendwie Knöpfe anbieten, so dann und dann. Das schickt meine Anfrage an meinen Capture Agent, und der schreibt das in eine SMIL-Datei. Und diese SMIL-Datei wird mit an Opencast geschickt, und dann in dem Opencast öffne ich diese SMIL-Datei, oder, ja, brauche ich noch nicht mal, im Player. Öffne ich diese SMIL-Datei und schalte automatisch um. Das geht nicht mit dem Standard-Player von Opencast. Es gibt aber noch einen alternativen Player, der nennt sich Paella Player. Der ist relativ leicht in Opencast integrierbar. Der kann das meiner Meinung nach, dass man eine SMIL-Datei mit reinlegt in dieses Media-Package, was alle Streams bündelt, und dann wird automatisch umgeschaltet. Ja. Du hattest erwähnt, ihr hattet mit MacBooks Probleme, ja. Und wir hatten auch die Erfahrung gemacht, und mich würde konkret interessieren, wie ihr das gelöst habt mit diesem Edit-Faken von dem... Genau, also grundsätzlich sagen wir den Leuten, die mit einem MacBook vortragen möchten, schließt es bitte per VGA an. Ganz einfach, weil die MacBooks wirklich, das ist total fummelig da. Es gibt aber von Extron halt eben die Geräte nennen sich EditMinder. Die werden dazwischen geschaltet in der Signalkette, also quasi Laptop, EditMinder, restliche Medienanlage.
Und über das HDMI-Signal kann man ja quasi, wie diese Monitorerkennung, was halt damals mit diesem Plug-and-Play erfunden wurde, kann dieses Gerät dem Laptop sagen, was kann ich alles. Und man stellt dann in diesen Edit-Miner einfach ein, sagt, ich kann kein HDCP. Und dann weiß der Laptop direkt, okay, ich kann hier kein HDCP ausgeben. Der schlimmste Fall, der dann passiert, ist, dass die Präsentationssoftware sagt, ja, darf ich nicht wiedergeben. Dann muss man aber eh gucken, hat man überhaupt die Rechte an den, die Rechte Dritter da? Und dann darf man das überhaupt so vortragen? Ist natürlich nochmal ein netter Trick. Aber das funktioniert eigentlich ganz gut, sobald wir das haben, dass dann das Signal rauskommt. Ja. Ja, noch eine Frage zu den Metadaten. Mhm. Da gibt es ja verschiedene Versuche, das zu standardisieren. Ja. Habt ihr da euch entschieden, welchen Standard das Opencast unterstützen soll, oder ist das Work in Progress? Ich frage auch, weil, ich frage auch nach der Recherchierbarkeit von Metadaten, zum Beispiel auch für andere Unis, die sagen, hey, habt ihr da nicht ein Video zu dem Thema? Ja. Also die ganzen Metadaten werden standardmäßig erstmal auf den Dublin Core abgebildet. Und dementsprechend halt alle möglichen Felder kann man da ausfüllen und die Extended Metadaten, da sind dann halt nochmal Spezialfelder und diese Dublin Core Felder werden dann entsprechend auch über diese OIE PMH Schnittstelle rausgegeben, damit sich das dann nahtlos in die Bibliothekssysteme zum Beispiel einbindet, weil die halt auch größtenteils auf den Dublin Core Standard agieren. Ich hätte noch eine Frage zum Thema Archivierung. Du hattest ja schon erwähnt, dass es für Bibliotheken interessant ist. Jetzt einerseits, wenn eine Uni jahrzehntelang da Videos aufzeichnet, wird das eine Menge Daten. Andererseits kann ich mir gut vorstellen, dass nach 20 Jahren die Programmieren-Vorlesung von vor 20 Jahren, die jedes Semester oder alle zwei Semester gehalten wird, irgendwie nicht interessant ist. Während dagegen Unikarte, die 20 Jahre alt sind, weil da mal ein Gastdozent da war, vielleicht sehr interessant ist. Mhm. Was sind da eure Gedanken zu? Genau, also was wir gemacht haben, wir haben eine Deprovisionierungszeit von 8 Semestern festgelegt, also 4 Jahren, nach denen wir die Veranstaltungen im Schnitt eigentlich rauswerfen. Wir sind jetzt noch nicht so lange im Projekt, dass das tatsächlich der Fall ist, dass wir es rauswerfen müssen, weil wir haben noch keine 4 Jahre. Aber das wäre dann geplant. Man kann aber prinzipiell die Auflesung, die Aufzeichnung natürlich länger drin lassen. Man kann im System reingehen und einzeln löschen oder eben nicht. Was momentan, ich glaube, noch ein Pull-Request ist, ich weiß nicht, ob der schon gemerged wurde, ist ein Archival-Storage, dass man wirklich sagt, okay, diese Vorlesung, die wird nur einmal pro Jahr aufgerufen, dann lege ich die auf einen Langzeitspeicher wie Bandlaufwerk oder sonst was, was halt wirklich günstig ist in der Masse. Und wenn es dann wieder interessant wird, kann ich es von diesem Langzeitspeicher wieder zurückholen ins aktive System. Da gibt es momentan schon Arbeiten dran, dass das möglich wird, genau. Ja, gibt es noch weitere Fragen? Gut, ich habe laut Uhr noch 7 Minuten. Gut. Dann kriegen wir noch die Nutzungsstatistiken, einfach so ein paar nette Zahlen raus. Ich fange erstmal mit dem schönsten Graph an. Das ist unser, also wenn man den sieht, weiß man ganz genau, wie dieses System benutzt wird. Das ist das letzte Semester, also Wintersemester. Was man da sieht, auf der Y-Achse sind die Abrufe pro Tag. Dann halt ein bisschen gemittelt. Startet vom 1. Oktober, also ein Monat, in dem Semester beginnt, und geht bis Mitte März habe ich das jetzt abgeschnitten. Da sind die meisten Klausuren rum und das Semester ist quasi zu Ende. Es gibt da sehr schöne Stellen. Weihnachten, Neujahr gibt es immer tolle Abbrüche, das sieht man sofort. Auffallend ist, dass die nicht komplett abbrechen. Also es gibt Leute, die sich tatsächlich an Heiligabend noch irgendwie Uni-Videos anschauen. Keine Ahnung, wer das macht, aber passiert. Oder Neujahr, machen auch manche. Viel schöner finde ich aber hier diese Kurve, die dann steil nach oben geht, sobald es in die Klausurzeit reingeht. Und dann sieht man genau, hier war eine Klausur, auf einmal ein schöner Drop. Dann ist diese Vorlesung rum. Dann springt es nochmal so ein bisschen nach oben, kommt nochmal eine Klausur, dann geht es wieder steil runter. Und dann geht es so weiter. Also man sieht ganz genau, wann waren die Klausuren. Wir gucken dann im Nachhinein nochmal, stimmen die Termine wirklich, war da die Klausur, und meistens ist es genau dann. Aufrufe nach Tageszeit. Wir haben tatsächlich ein paar Nachteulen, die sich die Videos um 3 Uhr nachts nochmal angeschaut haben. Das fand ich auch sehr interessant. Aber ansonsten sehr viel zur Mittagszeit. Also es wird halt parallel zum normalen Tagesbrauch gemacht, teilweise auch spät in den Nahend hinein. Das ist nochmal ganz nett, denke ich. Gerade bei Übungszetteln, wo man dann spätabends nochmal sitzt und dann nochmal reingucken kann, wie war es nochmal genau.
verwendete Browser ist bei uns ganz interessant. Größter Teil in Chrome, denke ich mal. Sehr viel Safari. Wir haben ziemlich viele Mac-User. Firefox, mäßig. Es gibt tatsächlich viel Edge und Rest, das waren dann irgendwelche obskuren Browser. Was ich tatsächlich eine total interessante Statistik fand, 27% haben immer noch Flash installiert. Ich weiß nicht, wieso. Und 11% der Aufrufe von Tablet oder Handy. Das darf man tatsächlich nicht vernachlässigen. Also viele Leute haben tatsächlich auch einfach nur ein Tablet und gerade da ist es wichtig, dass man dann halt eben keinen Flash benutzt, weil Android kann kein Flash, iPhone kann kein Flash und dann ist halt Essig. Genau. So. Das war jetzt eigentlich das. Ich weiß nicht, ich kann nochmal Demo zeigen, wenn das vielleicht interessant ist. 5 Minuten habe ich noch. Ist das, ich meine... Genau, was ich nochmal zeigen kann, was ich noch vorbereitet hatte, war, wie schaut es denn aus, dann später tatsächlich für die Studierenden. Ich habe hier einmal einen Testkurs in unserem Moodle-System, das ist halt unser Theme von der Uni, nennt es bei uns LearnWeb. Und das wäre jetzt zum Beispiel ein Kurs, da sind dann ganz viele Kursmaterialien drin, im Idealfall ist jetzt ein Testkurs. Und dann hat man einfach einen Link und dann geht man da drauf. Und wenn jetzt alles klappt und meine Session noch da ist, genau, dann sieht man jetzt hier im Endeffekt die Aufnahme und ich kann hier zwischen den Folien hin und her suchen und sehe schon eine kleine Vorschau, was ist drauf und kann dann sagen, okay, ich möchte hier starten und dann geht's los. Das ist jetzt ein spezieller Raum, da haben wir eine Sony-Kamera eingerichtet, die nochmal bessere Lichtempfindlichkeit hat, auf Wunsch der Dozierenden in diesem Raum. Man kann in die Folie reinspringen, man kann das Vollbild reinspringen, man kann zoomen irgendwie und den Bildausschnitt verschieben. Und ansonsten werden hier nochmal Metadaten angezeigt. Und so schaut es bei den Access-Kameras aus. Wir haben nicht bei den Access-Kameras das coole Feature, dass die ein digitales Auto-Tracking können, also selber Objekterkennung haben und den Bildausschnitt eigenständig verschieben. Da es eine Sicherheitskamera ist, ist das sehr sprunghaft. Das werdet ihr gleich sehen. Also, ja gut, da geht's noch. Also halt Folienansicht. Und Dozierenansicht. Also es läuft wirklich in der Kamera und wir kriegen den Stream so aus der Kamera raus. Da sieht man auch das große Problem, gerade bei den Sicherheitskameras, die haben nicht so eine gute Lichtempfindlichkeit, weil das, was ihr im Hörsaal macht, das ist, würde ich als Ultra-Low-Light bezeichnen, auf jeden Fall. Die Kamera, die wir da jetzt verwendet hatten, hatte eine Mindestempfindlichkeit von 1,4 Lux. Das neuere Modell schafft 0,18 Lux, sollte also deutlich besser sein. Aber wichtig ist hier zu beachten, so schauen sich die Studierenden das an. Das Kamerabild ist oben rechts in der Ecke und da bleibt es auch die meiste Zeit. Da ist eigentlich die Frage, muss das jetzt noch viel besser sein oder reicht es, um die Gestik des Dozierenden zu erkennen, wie wir das vermitteln? Ja, das ist immer so, ist ein Spagat. Aber ja, ansonsten kann man halt hin und her springen, synchronisiert wieder nach und ja, das ist halt gerade das Tolle, was ich finde, wenn man jetzt mal eine Vorlesung hat, die nicht an Beamer gehalten wird, sondern ganz klassisch auf der Tafel, können wir auch das 4K-Bild gesamt rein und dann können die Studierenden selber in dem Bild hin und her springen und rumzoomen und sich einen Tafelanschrieb nochmal genauer anschauen. Gut, ich glaube, das war so alles an Demo. Ja, Jan, vielen Dank für diesen super tollen, versierten Vortrag. Dankeschön. Gerne.